tatsächlich richtig befriedigend ist das nicht, was wir da zum Thema Tests hören. Oder müssten wir, Herr Streeck, nicht sehr viel mehr testen, um sehr viel mehr Gewissheit über die Verbreitung des Virus zu haben? Also als erstes will ich erstmal auch das bestätigen, dass ich auch finde, dass es ein fantastischer Job vom Gesundheitsminister ist. Das ist eine große Aufgabe, die da gerade ist und ich glaube, gute Reaktionen erfordert und wir bisher gesehen haben. Es gibt drei Dinge, die ich eigentlich vermisse dabei. Das eine ist, wir haben die Pandemie überhaupt nicht verstanden bisher. Wir wissen nicht, wer infiziert ist und wie hoch die sogenannte Dunkelziffer ist. Ist die 10-fach höher in Deutschland, 20-fach höher? Wir wissen einfach nicht, wie viele es gibt. Und sowas kann man ja testen. Anderer Punkt ist, wir machen jetzt sehr entscheidende Maßnahmen, wie Herr Spahn eben gesagt hat, wirklich drastische Maßnahmen. Und wir sehen die erst in 10, 14 Tagen, die Ergebnisse. Aber wir wissen überhaupt nicht, ob sie wirken. Und wir wissen auch nicht, wo wir eigentlich hinwollen. Was ist der Endpunkt? Was ist der Kompass? Aber gibt es in Ihren Augen eine Alternative zu dem Vorgehen gerade? Nein, das nicht. Aber man hätte vorher diskutieren können, wo will man hin? Man hätte einen wissenschaftlichen Diskurs zulassen können. Also nicht diese monothematischen Einschätzungen, sondern man hätte einen wissenschaftlichen Diskurs zulassen können zwischen den verschiedenen Experten und sagen können, wollen wir jetzt eine Reduktion von 100 Neuinfektionen pro Tag oder 2 Neuinfektionen pro Tag oder keine. Wir werden das Virus nicht aufhalten können, wir können es nur verlangsamen. Aber wir haben nie gesagt, wo wir eigentlich hinwollen. Und das fehlt mir. Das Problem wird wirklich auch sein, die Frage nach der Wirtschaft, die Frage nach dem gesellschaftlichen Leben. Wann dürfen wir wieder anfangen, normales Leben anzufangen? Wann glauben wir, wir sind darüber hinweg? Und darüber haben wir noch gar nicht geredet bisher. Werden wir heute Abend auch tun. Ich bin sehr gespannt, ob Sie eine Prognose abgeben können oder ob das zum derzeitigen Zeitpunkt überhaupt nicht möglich ist. Aber wir würden gerne erstmal auch dieses Virus und die Herausforderungen im Alltag mehr kennenlernen. Professor Streeck war ja, davon hat er uns in den Sendungen in den vergangenen Wochen schon berichtet, mit seinen Kollegen von der Uniklinik Bonn, von der Virologie in Heinsberg unterwegs, dem deutschen Hotspot, wenn ich das mal so lapidar sagen darf. Sie haben über 100 Infizierte dort direkt aufgesucht. Sie haben Abstriche genommen von Handys, von Fernsehfernbedienungen, um einfach festzustellen, wie verhält sich das Virus. Ja, dann wollen wir gucken, was man sicher sagen kann, denn Sie sind dem Virus ja sehr nahe gekommen die letzten Wochen, haben wirklich viele, viele Verläufe gesehen, haben viele Proben genommen, haben unter anderem festgestellt, ein neues Symptom ist Verlust des Geruchssinns, des Geschmackssinns. Ich habe schon begriffen, es geht vor allem um die Gefahr von Tröpfcheninfektionen. Deswegen sitzen wir so weit auseinander momentan. Aber was haben denn Ihre Oberflächenproben ergeben? Die Abstriche von Telefonen, von Oberflächen. Ist auch das ein Infektionsweg? Ja, das, dem Bereich, da arbeitet Frau Ricarda Schmidhausen sehr intensiv dran, will auch morgen wieder in Häuser oder zu Infizierten hinfahren. Was wir gefunden haben bisher, ist, dass wir natürlich auf Türklinken und auf Oberflächen Virus gefunden haben, also das genetische Material von Virus. Auch in der Toilette haben wir und im Waschbecken haben wir Virus gefunden, aber das ist das genetische Material. Das ist nicht unbedingt ansteckend. Ganz genau. Wir haben von keinen der Oberflächen bisher das Virus anzüchten können. Das bedeutet, wenn wir das anzüchten können dann im Labor von einem Abstrich, bedeutet, das ist lebendes Virus. Das ist quasi dann eher, man muss sich das so vorstellen, das ist der Tatort von toten Viren, die da liegen. Mhm. Und man kann dann die DNA vom Virus noch zeigen. Aber wagen Sie eine Handlungsanweisung, was das für mich bedeutet? Ich war jetzt auf der Autobahn unterwegs, ich sehe die Leute, die ganz große Verrenkungen machen, um mit dem Ellbogen die Toilettentür zu öffnen, mit dem Fuß die Tür aufzustoßen und dann möglichst ohne Handkontakt hineinzugehen. Also ist die Vorsicht angebracht oder sind das nur wenige Momente, die ein Virus auf der Oberfläche überlebt? Also da gibt es wirklich noch keine guten Daten zu, das muss man schon mal sagen. Die einzige Studie, die da bisher dran gearbeitet hat, die das veröffentlicht hat, hat das im Laborbereich gemacht. Also mit der Pipette Viren auf verschiedene Oberflächen gegeben. Und die kann man sehr aus vielen Gründen nicht gut heranziehen. Wir glauben, dass das Virus sich nicht sehr lange auf Oberflächen halten kann. Was heißt nicht sehr lange? Es trocknet einfach nach Stunden aus. Also es braucht Flüssigkeit um sich herum, sonst platzt die Oberfläche. So muss man sich das vorstellen. Wie sieht das denn aus mit offenen Lebensmitteln? Das haben wir uns zu Hause gefragt. Wenn wir zum Bäcker gehen, da liegen die Brötchen und das Brot offen aus. Wenn da jemand per Tröpfcheninfektion draufgehustet, draufgespuckt hat und ich nehme das mit nach Hause oder im Imbiss oder am Speisenbuffet, ist das eine Gefahr? Das sind ja so winzig kleine Aerosole, die dann vielleicht auf dem Brötchen liegen. Und dann ist dann eben auch die Frage, ob da überhaupt eine Infektionsdose, also Virus in so einer hohen
Menge drauf ist auf dem Brötchen, dass das überhaupt noch infektiös sein kann. Und das wage ich zu bezweifeln, dass das überhaupt möglich ist, über einen Husten so viel Virus auf ein Brötchen zu geben, dass man dann wieder aufnimmt, weil das einmal austrocknet und zum anderen einfach die Menge zu klein ist. Ganz kurz zum Schluss, bitte, ganz kurze Antwort. Die Abstandsregeln, 1,5–2 Meter, auch an der frischen Luft im Park und so weiter, reicht das wirklich aus oder kann das Virus auch weiterfliegen, sich länger in der Luft halten? Also im Schnitt sagt man, beim Laufen, beim normalen Sprechen, können Tröpfchen 1 Meter weit fliegen. Wenn man hustet oder einen stärkeren Ausstoß hat beim Sprechen, dann 2 Meter. Darum ist das ein guter Abstand. Professor Hendrik Streeck, leitender Virologe der Uniklinik in Bonn, ist bei mir. Und vielleicht können Sie ja, Sie haben ja wirklich so viele Corona-Patienten in Deutschland gesehen wie kein anderer, weil Sie auch in Heinsberg unterwegs waren. Vielleicht können Sie sagen, wie gefährdet sind denn Menschen, die sich tagtäglich mit Patienten zum Beispiel auseinandersetzen müssen? Ist dieses neue Coronavirus besonders ansteckend? Springt es schnell über oder ist das Infektionsrisiko tatsächlich mit ein bisschen Vorsicht beherrschbar? Also das Virus, was, soweit wir es bisher verstanden haben, ist schon sehr infektiös. Also wir sagen immer schon, es springt von Rachen zu Rachen, dass es eben beim engeren Kontakt sehr leicht jemanden infizieren kann. Gleichzeitig ist es natürlich auch etwas, was, wo wir da immer so über Statistiken nur reden. Also wir haben jetzt einige sehr schwere Einzelfälle gesehen und gehört und dann auch gleichzeitig andere Fälle gehört, die gar keine Symptome haben. Mhm. Ich glaube, wo wir dann einfach als Virologen oder Infektionsepidemiologen auch manchmal machen, dass wir das ganz von Weitem wegsehen und sagen, okay, wir schauen uns jetzt nicht den Einzelfall an, sondern schauen uns an, wie das sich auf die ganze Bevölkerung eigentlich überträgt. Und das sind natürlich Statistiken von einzelnen Fällen, die da auch tragisch sind. Aber letztendlich ist es, wenn man so schaut, von ganz weit weg, ein Virus, was zwar hochinfektiös ist, aber nicht so tödlich, wie wir es wahrscheinlich am Anfang angenommen haben. Das ist die erste gute Nachricht, die ich an diesem Abend durchscheinen höre. Sie lehnen sich tatsächlich in diesen Tagen sehr weit aus dem Fenster, indem Sie sagen, es ist gut möglich, dass wir am Ende des Jahres 2020 gar nicht mehr Tote in Deutschland zu verzeichnen haben als in anderen Jahren. Wie kommen Sie zu so einer kühnen Annahme, wenn wir doch lernen, dass die Kurve exponentiell ansteigen wird? Ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe auch in diesem Zitat gesagt, ich lehne mich weit aus dem Fenster, wenn ich sowas sage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es genauso wenig wie jeder andere Experte in Deutschland, der dazu befragt wird. Einige zeichnen ja wirklich Horrorszenarien. Einige sehen das eher mit kühlem Kopf. Und ich glaube, was uns ein bisschen fehlt, ist auch die wissenschaftliche Diskussion darüber. Weil keiner von uns, auch was auch immer er publiziert hat, kann es wirklich vorhersagen. Aber wir können uns die Daten alle gemeinsam anschauen. Und wir wissen, dass es eine hohe Zahl gibt, die infiziert sind und keine Symptome haben. Im Moment haben wir 28, 30 schwere Fälle, Todesfälle zu verzeichnen. Das sind alles einzelne Tragödien, keine Frage. Gegenüber aktuell knapp 12.000 gemeldeten Infizierten, wenn man die Zahlen der Johns Hopkins Universität zugrunde legt. Und das ist natürlich eine Sterblichkeitsrate von ungefähr 0,2–0,3%. Und da liegen wir sehr, wie bei anderen grippalen Infekten oder auch bei der Grippe, der saisonalen Grippe, dass vielleicht könnte es man auch so sagen, wäre uns das Virus nicht aufgefallen, dass es das Virus gibt, hätte man vielleicht gesagt, wir haben eine schwerere Grippewelle gehabt dieses Jahr. Also hätten wir nicht gewusst, dass ein neues Virus kommt und es wäre uns dann gar nicht aufgefallen. Jetzt klingen Sie aber fast ein wenig wie all diejenigen, die im Netz unterwegs sind, in den sozialen Medien und sagen, seht ihr, Freunde, das ist doch nichts anderes als eine Grippewelle, was wir gerade erleben. Und genau das ist das Problem. Wir können nur das eine sagen, es ist ganz dramatisch. Oder wir sagen, wir bagatellisieren das. Und wir können nicht oder wir wollen einfach nicht wahrhaben, dass es da auch einen Mittelgrad gibt. Dass wir es ernst nehmen müssen und wir sehen wirklich schwere, ernste Fälle, die in Deutschland, wir sehen auf den Intensivstationen, das Kreiskrankenhaus in Heinsberg hat extrem viele schwere Fälle, aber
wir haben eben auch sehr, sehr viele leichte Fälle. Und wir müssen diese Gratwanderung wagen und auch diesen wissenschaftlichen Diskurs wagen und nicht monothematisch dabei sein. Und das fehlt mir ein wenig in der Diskussion. Und es wäre gut, wenn wir das vor allem im Hinblick auf die nächsten Wochen auch ausarbeiten würden. Diese besondere Sensibilisierung ist ja jetzt eigentlich in ganz Deutschland angekommen. Also die Menschen holen jetzt sozusagen diese Besorgnis, die man in Heinsberg schon vor Wochen erlebt hat, nach. Es gilt eine Ausgangssperre in Deutschland, ein Kontaktverbot. Wir haben mal eine Grafik, die zeigen soll, was das bringen könnte. Denn man geht davon aus, dass ein Infizierter im Schnitt so bis zu 3 andere Menschen anstecken könnte. Da ergibt sich dann ganz schnell so ein Baum mit einer ganzen Lawine von weiteren Infizierten, die auf einen Erkrankten zurückgehen. Wenn wir jetzt unsere Kontakte reduzieren, also vom Homeoffice arbeiten oder beispielsweise mal nicht zum Spieleabend oder zur Verabredung gehen, dann schalten wir ganz viele dieser Infektionswege blind und am Ende bleiben sehr viel weniger tatsächlich Infizierte in diesem großen Baum übrig, wenn man mal zu Hause bleibt, nicht Bus und Bahn fährt. Ist das ein realistisches Szenario? Ist das wirklich etwas, womit man rechnen kann in diesen Tagen? Ja, also natürlich ist das ein realistisches Szenario, dass wenn man solche Ketten unterbindet oder einfach auch nur eine dieser Ketten unterbindet, dass das in Folge der Folgeübertragung natürlich sehr viel weniger potenziell oder statistisch gesehen sich infizieren können. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer so die Frage, was das am Ende mit der Gesellschaft macht und mit dem Menschen macht. Aber da kann ich eher nur als Bürger darauf antworten, als Virologe. Da werden wir auch im Laufe dieses Stern-TV-Spezials noch mal reden über genau diese Aspekte. Ich würde mal aber vom Virologen gerne wissen, wenn das funktioniert mit der Verlangsamung der Infektionsketten, also die Kurve wirklich abgeflacht werden kann, dann ist der Erfolg natürlich ein Segen, aber gleichzeitig auch ein Fluch. Denn dann müssen wir das ja so weitermachen, oder? Ja, hier ist in der Tat ein Problem, weil wir natürlich versuchen wollen, so gut es geht, die Infektionen gerade zu drücken. Also diese Kurve, die wir kannten, also diese ganz extreme Infektionskurve, die beschrieben wurde. Und das versuchen wir runterzudrücken auf ein Level, dass wir genügend, also an unserer Kapazitätsgrenze für die Krankenhäuser sind, dass wir jeden Menschen bestmöglich versorgen können. Mhm. Und die bestmögliche, auch Intensivstationen freihalten, dass jedes Leben gerettet wird. Auf der anderen Seite ist das Problem, je besser wir sind, das zu unterdrücken und ganz weit unter dieser Kapazitätsgrenze vielleicht sogar anlangen, dass es Jahre dauern könnte, bis wir eine Immunität haben in der Gesellschaft, dass das Virus auch für die anderen nicht mehr schädlich ist. Oder wir erreichen die weite Verfügbarkeit eines Impfstoffes, der aber noch gefunden werden muss. Da sagt eine Studie des Imperial College in London, wir müssen im Grunde die Ausgangsbeschränkungen eben so lange durchhalten, bis die Impfung da ist. 18 Monate, sagen die mal als Zahl. Halten Sie das für einen realistischen Wert? Also kein Virologe, kein Epidemiologe oder Impfstoffforscher würde seriös vorhersagen, wann wir einen Impfstoff haben werden. Weil Impfstoffforschung immer von Überraschungen gezeugt ist. Also man ist immer wieder nicht sicher, ob es jetzt funktioniert oder doch nicht funktioniert oder funktioniert hat, sodass man das seriös überhaupt nicht vorhersagen kann. Wir forschen für einige Viren 40, 50 Jahre an einem Impfstoff und haben dort keine Lösung. Auch zum Beispiel für Malaria als Parasiten haben wir keinen Impfstoff, obwohl das eigentlich der Menschheit wirklich gut tun wird. Melanie Meyer hat uns eine Frage geschickt, die geht an Professor Streeck, den Virologen. Wieso gibt es in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern so wenig Tote? Tatsächlich, wenn man die Infektionszahlen gegenüberstellt zu den Sterbezahlen, dann haben wir in Italien ein ganz dramatisches Verhältnis. In Deutschland sieht das vergleichsweise entspannt aus. Wie kommt das zustande? Also, das ist eine gute Frage, aber man muss sehen, dass es natürlich multifaktoriell ist. Also es gibt viele verschiedene Punkte, warum wir diesen Unterschied sehen. Ein Punkt zum Beispiel ist, von vielen dabei, ist, dass wir in Deutschland sehr früh angefangen haben, breit zu testen. Also auch Leute mit wenigen Symptomen getestet haben auf SARS-CoV-2 und dadurch sehr früh diese Infektionen erkannt haben. In Italien wurde am Anfang nur der abgestrichen, der wirklich schon mit Atemnot und einer Lungenentzündung in die Notaufnahme gekommen ist. Und zusätzlich wurden auch im Nachhinein noch Tote abgestrichen. Also man hat die Anzahl der Toten im Vergleich sehr viel genauer studiert
als die Anzahl der Leute, die vielleicht infiziert sind, aber nicht davon wissen, die sogenannte Dunkelziffer. Wenn man jetzt im Vergleich auf ein Land wie Südkorea schaut, wo wahnsinnig viel mehr, noch konsequenter getestet wurde, heißt die Botschaft dann, dass die wahre Sterblichkeit bei Covid-19 gar nicht so wahnsinnig groß ist, sondern viel geringer, als wir anfangs angenommen haben? Ich erinnere daran, die WHO hat mal von 3,5% Sterblichkeit gesprochen. Ja, also ich bin auch noch davon überzeugt, dass wir eine niedrigere Sterblichkeitsrate haben, als wir derzeit in Deutschland sehen. Wir liegen ja so bei 0,4-0,3%, was ja schon sehr viel niedriger ist, als die WHO anfangs sich angenommen hat. Und ich denke, wir haben eine sehr viel größere Dunkelziffer, also noch mehr Infizierte. Und gerade deswegen müssen wir darüber reden, was die Verhältnismäßigkeit ist, ob wir jetzt wirklich Existenzen gefährden auf der einen Seite für ein Virus, was vielleicht doch nicht ganz so gefährlich ist, wie wir ganz am Anfang angenommen haben. Aber dennoch sozusagen ist das keine Entwarnung, was die Pandemie anbelangt, weil nicht jeder, der nicht stirbt, braucht nicht trotzdem Platz zur medizinischen Bestversorgung auf der Intensivstation, muss man vielleicht dazu sagen. Wir müssen da genau diese Balance finden, dass wir allen Menschen die besten Versorgungsmöglichkeiten schaffen, also dass auch die, die schwer erkrankt werden, dass die dann immer noch einen Platz auf der Intensivstation finden. Ja, wir alle verzichten gerade aufs Reisen. Die meisten Hotels sind auch geschlossen. Aber Professor Streeck, Virologe von der Uniklinik in Bonn, hat dennoch gerade den Standort gewechselt, die Koffer gepackt und ist umgezogen von Bonn nach Heinsberg ins deutsche Corona-Risikogebiet, das Risikogebiet der ersten Stunde. Denn dieser Fluch von Heinsberg mit sehr vielen Infizierten kann ja auch ein Segen sein für den Rest von Deutschland, weil man nämlich dort idealtypisch studieren kann, wenn ich es richtig verstanden habe, wie das Virus sich ausbreitet. Und genau das haben Sie sich mit Ihren Mitarbeitern vorgenommen, eine riesige Studie in Heinsberg anzugehen. Wir sehen Bilder, weil die Arbeit bereits begonnen hat. Und vielleicht können Sie uns mal sagen, was Sie dort machen in Heinsberg. Das ist, glaube ich, die Schule dort. Wir haben also die Studie, darum geht es ja zu verstehen, wie viele infiziert sind in Deutschland und vor allem im Gemeindegangelt, also wie groß die Dunkelziffer ist. Da nehmen wir gerade dem Landrat Pusch Blut ab. Wir sind natürlich geschützt mit den Atemschutzmasken und haben unsere Schutzanzüge an, nehmen einen Abstrich vom Rachenraum, um zu sehen, ob da vielleicht Virus vorhanden ist. Das kommt in eine Lösung, damit wir das auch gut gegebenenfalls anzüchten können. Und wir werden das jetzt die nächsten Wochen in Heinsberg machen. Weil Sie das eben nicht nur beim Landrat machen, als sozusagen persönlichen Service, sondern bei wie vielen Menschen? Ja, also wir hatten das der Landesregierung von NRW vorgeschlagen und relativ schnell hat dann der Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und Ministerpräsident Laschet uns den Auftrag offiziell erteilt, in die Gemeinde Gangelt und den Kreis Heinsberg als Miniatur-Deutschland zu nehmen, um einmal zu verstehen, wie viele Menschen dort infiziert sind und gar nicht davon wissen, ob sie infiziert waren. Das sind sozusagen diese asymptomatischen Verläufe, also Infektionen ohne irgendein Symptom. Und also diese Dunkelziffer wollen wir bestimmen. Und auf der anderen Seite wollen wir noch mal zurückgehen zu der ursprünglichen Karnevalssitzung und verstehen, wie dort die Infektionen stattgefunden haben. Ist so ein bisschen Detektivarbeit, aber uns interessiert vor allem auch die Leute, die sich nicht infiziert haben. Warum haben sich Menschen nicht infiziert und was haben sie anders gemacht im Vergleich zu den Menschen, die sich infiziert haben, um Rückschlüsse zu ziehen, gegebenenfalls, was gute Verhaltensmaßnahmen sein können und was Verhaltensmaßnahmen sind, die zur Infektion führen. Weil man eben in Heinsberg quasi so mikroskopisch auf begrenztem Raum genau nachvollziehen kann, wie sich das Virus ausgebreitet hat, das könnte eben die beschriebenen Antworten geben. Wie muss man sich verhalten? Wie viele asymptomatische Verläufe gibt es? Aber wie viele Menschen, um nochmal darauf zurückzukommen, müssten Sie denn in der Art untersuchen, um da ein Bild zu bekommen, dass man vielleicht auf ganz Deutschland umrechnen kann? Also wir machen eine repräsentative Stichprobe mit der Kreisverwaltung zusammen. Wir haben vom Einwohnermeldeamt zufällig 500 Familien ausgesucht. Das ist ein Protokoll, was von der Weltgesundheitsorganisation entwickelt wurde, für weltweit, und beziehen das jetzt auf die Gemeinde Gangelt. Die wurden dann zufällig von der Verwaltung ausgesucht und angeschrieben. Und wir rechnen, dass wir 1000 Individuen allen Alters, von kleinen Kindern bis ganz alten Menschen, untersuchen
werden, um dann zu sagen können, für die Menschen ist es wirklich eine schwere Erkrankung, für die ist es eine leichte Erkrankung. So groß ist die Dunkelziffer und so hoch ist wahrscheinlich die Sterberate in Deutschland. Nämlich das sind Faktoren, die wir im Moment ohne Fakten nicht beantworten können. Das heißt, alles, was wir für Deutschland momentan an Zahlen haben, ist nicht wirklich verlässlich, weil es veraltete Zahlen sind? Die müssen erstmal gemeldet werden, die Krankheit, die Infektion muss ja erstmal zum Ausbruch kommen und weil wir gar nicht wissen, wie viele Menschen still infiziert umherlaufen. Und das ist der große Punkt. Wir wissen einfach nicht, wie viele Menschen infiziert rumlaufen und nicht davon wissen. Und ohne dieses Wissen wissen wir auch eigentlich nicht, wie gefährlich das Virus überhaupt ist. Wir sehen diese schrecklichen Bilder aus Italien oder Spanien. Wir sehen die Bilder aus New York jetzt seit kurzem. Es kann sein, dass da Millionen infiziert sind und es nicht wissen. Aber nur eine Gemeinde gangelt, wo man genau das auf den Punkt bringen kann, wann das Virus reingekommen ist und nicht sehr viele Touristen hatte oder hat, kann man das gut nachvollziehen, wie die Infektionswege eigentlich vonstatten gehen. Die Demoskopen von Forsa beraten Sie, damit das wirklich ein möglichst naturgetreues Abbild der gesamten Bundesrepublik ergibt, Ihr Panel von 1000 zu Untersuchenden? Ja, also wir haben wahnsinnig tolle Hilfe gekriegt. Einmal von Forsa sofort einen Anruf bekommen, sie würden helfen. Dann auch die ganze Uni, das ganze Uniklinikum Bonn und die Uni Bonn sind dabei. Also jeder Wissenschaftler, auch renommierte Wissenschaftler wie Günther Hartmann, der ja das Exzellenzcluster leitet, Leibniz-Preisträger ist, Martin Exner, ganz bekannter Hygieniker. Alle sind da mit an Bord. Ein Team von 70 Leuten, 40 Studenten vor Ort in Heinsberg, um in kürzester Zeit Fakten zu schaffen, weil wir, glaube ich, alle gerne aus dieser Unsicherheit herauskommen wollen. Aber jetzt hören wir gerade, die Zahl der Neuinfektionen in Heinsberg, die geht bereits schon wieder zurück. Also ich sag mal ganz erlaubt, die sind über den Berg sozusagen, was den Ausbruch der Epidemie in Heinsberg angeht. Hätte man so eine Studie nicht viel früher machen müssen? Ich sehe das auch so, dass so eine Studie früher gemacht hätte werden sollen. Also gerade auch direkt nach dem Ausbruch in Heinsberg hätte man noch sehr gut nachvollziehen können, wie das eigentlich passiert ist, dieser große Ausbruch, und was kann man machen, um das einzudämmen. Dass es jetzt nicht gemacht wurde, ist müßig, sich darüber zu ärgern. Ich glaube, ich habe eine Lehre, die wir für die Zukunft ziehen sollten, weil sowas kann wieder passieren, wie wir dieses Jahr haben. Haben Sie schon Zwischenergebnisse? Ahnen Sie schon, wohin die Reise gehen könnte bei dieser Studie? Naja, wir waren ja die Wochen davor schon sehr viel in den Haushalten in Gangelt und Heinsberg. Auch vielen Dank nochmal an die Mitarbeiter, an alle Bewohner von Heinsberg. Wir waren ja in vielen Familien und haben gesehen, dass es da ein Familienmitglied zum Beispiel positiv getestet wurde. Und dann, wir haben dann getestet und eigentlich alle in der Familie waren positiv. Sodass man da schon drauf rückschließen kann, dass die Dunkelziffer doch ein bisschen höher ist. Also die Zahl der Infizierten höher ist, als die offiziellen Zahlen sind. Das heißt, innerhalb der Familie, innerhalb des Haushalts ist die Infektionswahrscheinlichkeit dann eben doch sehr, sehr hoch. Das ist sehr schwer, das jetzt zu sagen, weil wir haben Anekdoten und wir reden leider im Moment sehr viel über Anekdoten. Dann gedulden wir uns noch, solange bis die Studie ausgewertet ist. Es gibt keine Masken mehr und wenn, dann nur zu absolut horrenden Witzpreisen oder auch als dubiose Pfuschware, auch das hat man schon beobachtet. Professor Streeck ist leitender Virologe an der Uniklinik Bonn. Wie dramatisch ist die Versorgungslage für die Kliniken zurzeit? Man hört schon viele Hilferufe. Ja, ich glaube, Kliniken stehen da sogar noch ganz gut da, weil sie eben größere Lager haben, auch eher vielleicht beliefert werden, weil sie auch Großbestellungen machen. Ich glaube, vor allem in Arztpraxen und kleineren Häusern, kleineren Kliniken ist das Problem, dass da vielleicht der Nachschub eben fehlt. Wir merken es auch bei uns im Klinikum, dass wir jedes Mal natürlich eine Lieferung kommen, aber auch damit ersparen, dass wir nicht in Situationen kommen, dass wir keine Schutzausrüstung mehr haben. Wir haben den Händler gerade gesehen, der den Bundesgesundheitsminister schon vor Wochen gewarnt hat, auf den Engpass hingewiesen hat. Ist das auch Ihr Eindruck, dass die Bundesregierung, dass Jens Spahn da jetzt mal einfach gesagt ein bisschen gepennt haben und die Krise nicht am Kommen sehen? Ja, das sehe ich nicht so. Ich finde, dass die Bundesregierung da immer sehr gut und situativ gehandelt hat. Ich glaube, keiner konnte wirklich vorhersehen, dass wir mit so einer langen Zeit jetzt zu rechnen hatten, dass wir so lange versuchen, das Virus runterzudrücken und dass wir dass es Knappheiten geben kann in Bereichen, wo wir vorher nie Knappheiten gespürt haben.
die Initiativen, die jetzt entstehen, sind natürlich toll. An ganz vielen Orten und Stellen wird teils ehrenamtlich genäht, so wie wir das gesehen haben. Aber vielleicht müssen wir darüber reden, welche Maske schützt eigentlich wen? Weil auch da gerade wieder der Satz fiel, unsere Stoffmasken sollen an Risikopatienten gehen, wo mir noch gar nicht so klar ist, ob die Stoffmaske den Risikopatienten tatsächlich schützt. Deswegen zeigen Sie uns doch mal, was es für Typen von Masken gibt. Das ist hier das, was viele schon mal gesehen haben. Das ist so ein einfacher Mundschutz. Ja. Also das ist so ein ganz normaler, einfacher OP-Schutz, den man sich so hinter das Ohr klemmt. Dies hier im Übrigen auch in der Art genäht, aber aus Stoff, aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Und dieser Mundschutz ist so ein bisschen mehrlagig in der Art und schützt aber vor allem den anderen. Also wenn ich den jetzt aufhabe, dann schützt es Sie vor einer Infektion, wenn ich huste. Dann bremst das sozusagen die Atemluft und die Tröpfchen. Bremst die Atemluft, die Tröpfchen und Sie werden nicht von mir angehustet. Wenn ich aber auch so einen Mundschutz tragen würde, dann wären wir relativ sicher voreinander. Das ist ja das, was immer gesagt wird, es wäre eine Geste des Respekts, wenn alle das tragen würden. Das ist definitiv eine Geste des Respekts und man nimmt auch an, dass es insgesamt eine Übertragung eindämmen würde. Also, aber das Problem ist natürlich auch, dass das hier Schutzmittel sind, die ins Krankenhaus erstmal gehören. Deswegen gibt es ja die Stoffvarianten. Aber wenn Sie sagen, man nimmt es an, heißt das wirklich, bewiesen ist es gar nicht wissenschaftlich? Und das ist ganz genau das Problem. Wir wissen eben, dass Viren hier durchkommen. Und es bremst natürlich die großen Partikel, die großen Spucko-Aerosol-Tropfen ab. Aber es bremst eben nicht diese kleinen Tröpfchen ab. Und da ist gar nicht so viel dran geforscht worden, wie gut sowas im echten Leben schützt. Sowas hat natürlich auch Nachteile. Wenn jemand ein Mensch das trägt und glaubt, er ist jetzt geschützt, dann lässt er andere Verhaltensmaßnahmen eher fallen. Mhm. Also Händehygiene zum Beispiel. Und jetzt nimmt man an, man hat das einen ganzen Tag getragen und dann wurde vielleicht angehustet, dann kann es sein, dass die Aerosole zum Beispiel abtropfen oder man sich dann ins Gesicht damit fasst und dann sich eher wieder anders Gefahren aussetzt. Es ist ein Schutz, aber es ist kein Vollkaskoschutz, es ist kein Rundum-Sorglos-Schutz, aber es ist schon empfehlenswert, besser als nichts, oder? Ja, also, da müssen wir auch ein bisschen darüber reden, wie wir eigentlich, wie Infektionen stattfinden. Und bisher gab es eigentlich nicht nachgewiesene Fälle im Supermarkt oder beim normalen Spazierengehen. Wenn man jetzt jeden Tag eine Maske nur noch aufhat und auch um einen herum sehr weit entfernt Menschen stehen, dann ist es nicht empfehlenswert und im Übrigen nicht von der Weltgesundheitsorganisation empfehlenswert, solche Masken zu tragen, weil man sich in falscher Sicherheit wiegt im anderen Umgang und darüber hinaus solche Masken natürlich ins Krankenhaus gehören und für die da sind, die wirklich krank sind, um den anderen zu schützen. Wir werden nachher noch mal einen Blick in die Notaufnahme der Uniklinik Essen werfen. Und da sehen wir vor allem diese so ein bisschen haubenartigen, becherartigen Masken. Was sind das für welche? Das hier sind die FFP3-Masken und die haben einen ganz anderen Schutz. Aber die sind sehr dick und wenn man einatmet, zieht man durch diesen ganzen dicken Zellulose-Bestandteil die Luft ein. Also die ganze Luft wird gefiltert. Aber wenn man ausatmet, geht die hier durch so ein Ventil wieder raus. Also kommt ganz normale Atemluft raus. Und dadurch bläst man dem anderen quasi die normale Atemluft entgegen. Aber man selber ist geschützt. Und das ist für medizinisches Personal, was eng mit infizierten Patienten arbeitet. Ich habe mir sagen lassen, es ist aber schon auf Dauer auch anstrengend, dadurch zu atmen, weil es wirklich ein sehr dichtes Material ist. Ja, es ist unangenehm, das zu tragen. Also vor allem, wenn man selber Atemprobleme hat und dann dadurch atmet, dann kann eine halbe Stunde ganz schön schwer werden. Also es ist so eine richtige körperliche Arbeit. Wer vielleicht mal zu Hause irgendwie abgebeizt hat oder sowas und so eine Maske getragen hat, der weiß, wie schwer man darunter atmen kann. Und darum ist das vom Arbeitsschutz auch gar nicht erlaubt, die so zu lange zu tragen. FFP2 und FFP3 sind da die Stichworte. Ne? Das sind die Filterklassen, je nachdem, wie viele Partikel da durchgehen. Jetzt haben wir diesen Tipp, der inzwischen schon aus dem Netz verschwunden ist, gesehen, sich einfach hier so einen Kaffeefilter vor die Nase zu spannen. Sie haben, als Sie das gesehen haben, gleich schon das Gesicht verzogen. Ne? Ja, also ich war überrascht, dass es den Vorschlag gegeben hat. Und das ist einmal sehr dünnes Material und reißt vor allem auch leicht ein.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut Viren abhält oder auch Tröpfchen abhält. Und man muss sich nur vorstellen, wie schnell dieser so ein Filter in der Kaffeemaschine durchfeuchtet und auch einreißt. So muss man sich das auch vorstellen, dass beim Reden und Sprechen sowas schnell durchfeuchtet, Löcher reinkommen und dann eigentlich nur noch blöd aussieht im Gesicht. Ich habe jetzt den Hobbythek-Veteran Jean Pütz im Internet gesehen. Der hat sich auch sehr für die Stoffmaske selbst genäht ausgesprochen, hat gesagt, und ich lege noch ein Tuch da rein, das mit Teebaumöl getränkt ist, weil Teebaumöl alle Viren tötet. Ist das so ein esoterischer Voodoo-Quatsch oder stimmt das? Ich habe nicht davon gehört, dass Teebaumöl Viren töten soll. Aber ich berufe mich da wirklich nur auf die wissenschaftlichen Fakten, die dazu vorliegen. Teebaumöl wird ja auch manchmal benutzt, um Warzen zu entfernen oder vor allem Alterswarzen zu entfernen. Alterswarzen sind aber nicht virushaltig, Warzen schon, sodass ich das nicht wirklich glaube, dass Teebaumöl jetzt so einen starken Effekt hat, vor allem, weil es eben noch nicht wissenschaftlich bewiesen ist. Jena hat als erste deutsche Stadt die Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden, in öffentlichen Verkehrsmitteln eingeführt. Sind Sie eigentlich ein Freund dieser Maskenpflicht? Als Virologe müsste Ihnen ja an jedem Versuch gelegen sein, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Ja, aber wie wir eben schon gesagt haben, hat es Vor- und Nachteile. Und ich finde, es gibt in meinen Augen Institutionen, an die wir glauben sollen in diesen Zeiten. Und das ist die Weltgesundheitsorganisation. Wenn die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, nicht einen generellen Mundschutz einzuführen, also eine Mundschutzpflicht, dann geschieht das aus einem guten Grund, weil da sehr viele Experten hinter saßen, um sich darüber Gedanken zu machen. Es ist eben so, dass die normalen Hygienemaßnahmen nicht eingehalten werden. Nicht gezeigt wurde bisher, dass das einen großen Schutz hat, wenn es im Breiten benutzt wird. Wenn aber jemand sich krank fühlt und hustet, dann ist es definitiv sinnvoll, solche Atemschutzmasken zu tragen, um den anderen zu schützen. Also Sie sind zurückhaltend bei einer allgemeinen Maskenpflicht, dann müssen wir aber über die Maßnahmen reden, die uns bisher von der Ausbreitung schützen sollen. Das ist die Ausgangsbeschränkung, das ist die Kontaktsperre. Und die Bundesregierung sagt, es ist noch viel zu früh, darüber jetzt zu reden, wann es denn damit mal gut ist und wann Lockerungen möglich sind. Jetzt sagt Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, nee, genau jetzt sei die Zeit, für Maßstäbe für die Rückkehr ins soziale und öffentliche Leben zu entwickeln, damit die Kriterien dafür auch einfach allen transparent sind. Ist es eigentlich richtig, dass Armin Laschet auch Sie zuletzt um Rat gefragt hat und vielleicht durch Ihren Rat auch zu so einer Aussage kommt? Armin Laschet hat mich in seinen Expertenrat berufen, um auch darüber nachzudenken. Ich finde es immer wichtig, dass man frühzeitig über die nächsten Schritte nachdenkt. Genauso wie der Ethikrat jetzt bereits Empfehlungen gemacht hat, wie man triagiert, also wie man Entscheidungen über Leben und Tod wenn es viel zu viele sterbenskranke Patienten gibt, trifft, wird jetzt darüber nachgedacht, was eigentlich eine Exit-Strategie sein kann. Ich finde das wichtig, dass sowas früh und überlegt stattfindet, solche Gedanken, und nicht plötzlich hastig und wir morgen jetzt Veränderungen einführen sollten, wenn wir eigentlich noch keine richtigen Pläne haben. Also bis zum 20. April, das hat die Bundesregierung klargemacht, ist jetzt sowieso erstmal Gesetz, was verabredet wurde. Was für eine Exit-Strategie könnten Sie sich denn vorstellen für die Zeit danach oder vielleicht auch für den Mai oder Juni? An welchen Stellen öffnen wir denn zuerst wieder die Türen zurück ins normale Leben? Also ich denke, der wichtigste Gedanke, den wir haben müssen, ist, wie wir die schützen, die wirklich von dem Virus bedroht sind. Also die älteren Teil der Bevölkerung, die schwer Erkrankten in der Bevölkerung. Und da kann man jetzt intelligente Ideen entwickeln, wie zum Beispiel überlegen, ob man nicht das ganze Pflege- und Ärztepersonal alle 4 Tage, jede Woche auf das neue Coronavirus testet, dass die einfach nicht das Virus auf die Stationen oder zu den Schwerkranken dauerhaft tragen. Würde aber auch heißen, dass wir vielleicht Ausgangsbeschränkungen für Senioren, auch für Seniorenheime oder für Vorerkrankte länger aufrechterhalten, dass sich also Menschen mit einem Risikofaktor darauf einstellen müssen, auch den Sommer noch mehr in geschlossenen Räumen zu verbringen? Ja, also da kann ich als Virologe schwer was zu sagen. Als Bürger und auch mit Eltern oder Großeltern, die ich gehabt habe, würde ich es schwer finden zu wissen, dass alte Menschen, die auch Einsamkeit spüren und auch körperliche Nähe haben wollen, die einfach wegzusperren.
wir müssen eine Lösung finden, dass die auch Sozialkontakte haben können und auch sich wohlfühlen und glücklich sind in ihren vielleicht letzten Tagen in ihrem Leben oder Jahren in ihrem Leben, ohne das Gefühl zu haben, sie müssten jetzt eingesperrt sein und Angst vor dem Virus zu haben. Da kann, und deswegen ist so ein Expertenrat so wichtig, wo ethische Fragen, die ich nicht beantworten kann als Virologe, aber auch virologische Fragen und philosophische Fragen zusammenkommen und sowas besprechen, wie wir für jeden Bürger in Deutschland und nicht nur für die Einzelnen die beste Lösung finden. Aber ich höre zwischen den Zeilen raus, eine monatelange Verlängerung der Situation, wie wir sie gerade haben, ist auch für Sie schwer vorstellbar. Das ist für mich schwer vorstellbar, weil ich sehe, dass Menschen unter dieser Situation sehr leiden. Nämlich die, die Existenzängste haben, die Angst haben, ihren Job vielleicht schon verloren haben oder verlieren oder auch nicht wissen, wie es eigentlich in ihrem Leben weitergeht, weil sie zum Beispiel gerade einen großen Schuldenberg auf sich genommen haben und ihren Job verloren haben. Und wir müssen eben darüber nachdenken, wie wir eben auch für diese Bürger einen Weg finden, dass es gangbar ist für jeden.